Sie laufen ein wie die Großen. Sie jubeln wie die Großen. Sie werden geehrt wie die Großen. Die kleinen Kicker des Jugendfußballturniers GA Torfieber. 85 Mannschaften aus Bonn und den anliegenden Kreisen spielten an 3 Tagen im Sportpark Pennenfeld um die begehrten Pokale. Zum 11. Mal wurde das Turnier des Generalanzeigers ausgerichtet. 26 Schiedsrichter sorgten für einen reibungslosen Ablauf. Rund 900 Nachwuchskicker zeigten ihr Können. Selbst der Regen am Donnerstag konnte die Stimmung nicht trüben. Ja, ich glaube, das ist schon eine tolle Sache, wenn man die strahlenden Kinderaugen sieht. Dann ist das einfach Werbung für unseren Fußball, vor allen Dingen Werbung für unseren Jugendfußball. Und ich finde es ganz toll, dass der Generalanzeiger das nun schon zum 11. Mal macht. Nach zahlreichen Partien setzten sich der FC Hennef und Rot-Weiß Röttgen bei den F-Junioren und der FC Hennef sowie der Bonner SC bei den E-Junioren durch. Der Lohn? Der Einlauf aus den Katakomben aufs Spielfeld zum Duell um den Turniersieg. Ja, ich glaube, es ist schon ein gutes Turnier, aber ich finde, ganz wichtig ist vor allen Dingen, dass wir einen Schnitt haben von allen Jugendmannschaften. Wir wollen ja nicht nur den Leistungsfußball sehen, sondern Fußball ist ein Breitensport, gerade bei den Junioren. Und da ist es mir wichtig, dass alle teilnehmen können. Und das macht der Generalanzeiger ganz hervorragend. Während die Hennefer F-Junioren das Endspiel gewannen, mussten sich die E-Junioren dem BSC geschlagen geben. Jubeln durften dann alle platzierten Teams gemeinsam.